So, ja, zum Spiel ganz kurz, Verletztenmisere, das haben wir an Verletzten. Pelle Nielsen ist soweit, dass er, denke ich, am Dienstag bei der U23 wieder spielen wird, die ersten Gehversuche wieder machen wird, sieht aber soweit gut aus, kommt aber sicherlich ein Einsatz am Wochenende noch zu früh. Pecky ist gesperrt, ist klar. Der Mike Franz wird am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, voraussichtlich denn dann das Wochenende drauf mal bei der U23 wieder spielen. Und der Petrakowski hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, ist zwar nicht weiter schlimm, denke, wird auch morgen, spätestens Samstag wieder voll trainieren können, aber dadurch wird der Wechsel wieder stattfinden auf der Position der Nummer 2. Der Alex Stephan ist wieder dabei und der Pet dann wieder raus. Ja, zum Spiel Mainz. Ja, ich denke, es erwartet uns ein sehr intensives Spiel, ein Spiel gegen eine Mannschaft, die auch sehr viel vom Willen kommt, von der Einstellung her kommt, eine hohe Laufbereitschaft hat, aber auch im Spiel nach vorne, das zeigt auch die Rückrundentabelle, sehr, sehr gut spielt, viele Tore gemacht haben. Ich denke, dass sie an Qualität gerade im Offensivspiel durch Zidane und Szalai natürlich gewonnen haben. Das hilft ihnen, ja, dass sie da sehr gute Aktionen haben im Spiel nach vorne. Mit der Unterstützung da vom fast ausverkauften Stadion, denke ich, wird es ein heißer Tanz werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Unsere Möglichkeiten sind insofern da, dass ich sage, dass wir natürlich gerne wollen, dass dieser Abstand zu Mainz 05 bei 4 Punkten bleibt, auch nach dem Spiel, dass wir wieder